Hallo, ich bin Patrick, 41 Jahre jung und habe meine Diagnose MS am 21. November 2016 erhalten. Also noch im Krankenhaus, als ich die Diagnose erhalten habe, hatte ich eine bescheuerte Idee. Und zwar habe ich mir noch im Krankenhaus ein Quad ausgesucht. Ich habe donnerstags die Diagnose bekommen, freitags entlassen worden und habe sonntags ein Quad gekauft. Keine Ahnung warum. War eine total bescheuerte Idee, aber ja gut. Meine Frau war natürlich auch nicht unbedingt begeistert, aber stand natürlich voll hinter mir. Ich bin dieses Quad leider nur ein Jahr gefahren, habe dann aber selber gemerkt, dass es nicht wirklich eine wirklich gute Idee war und hab's dann auch wieder verkauft, ja. Trotz alledem war es einfach wert, es auszuprobieren, ja. Es das heißt ja nicht nur, dass man, dass wenn man MS hat, dass man nichts mehr kann oder nichts mehr darf oder nichts mehr machen soll. Das ist natürlich totaler Quatsch. Im Anschluss darauf haben wir uns ein, ich sag mal, sehr altes Wohnmobil gekauft. Eigentlich mehr eine Ruine. Also meine Frau und ich, meine Tochter erst recht nicht, wir waren noch nie campen, waren noch nie in einem Wohnmobil drin oder sonstiges. Haben uns einfach ein altes Wohnmobil gekauft und dieses Ding komplett saniert. Also wirklich komplett. Sind damit auch zwei, drei kleine Touren gefahren, dann sogar mal eine längere Tour nach Kroatien. Alles in allem hat es uns natürlich sehr gut gefallen. Also so gut eigentlich, dass wir uns danach noch ein neueres Wohnmobil bzw. noch ein drittes neueres Wohnmobil und größeres Wohnmobil gekauft haben und sagen wir, das ist jetzt unser Hobby. Der Vorteil an diesem Hobby ist natürlich, wenn es mir mal nicht so gut gehen sollte, ist meine Frau noch immer in der Lage weiterzufahren. Ja, aber trotzdem ist es natürlich nicht dabei geblieben. Ich habe ja noch viele andere Hobbys. Ich treibe noch nach wie vor Sport. Nicht mehr so viel wie vorher. Nicht mehr so kräftig wie vorher. Aber besser ein bisschen als gar nicht, sage ich immer. Ne? Jetzt habe ich mir vor kurzem noch einen Buggy gekauft. Das ist auch so ein Hirngespinst von mir. Wollte ich schon immer mal haben. Ob ich es ewig halten werde oder fahren kann oder darf, weiß ich nicht. Aber jetzt für den Moment ist es genau das Richtige. Ich gebe mich eigentlich immer relativ fit und gesund. Aber leider auch ich habe. Ich sag ja, kürzere Tage. Also ab Nachmittags ist meistens dann auch die Luft raus und oft ruft dann die Couch oder eine Liege im Garten, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber trotz allem, ja, versuche ich ja trotzdem noch meinen Tag irgendwie zu meistern. Versuche auch jeden Tag irgendwo produktiv zu sein. Natürlich gibt es Tage, an denen es überhaupt nicht funktioniert, aber man versucht es ja nach wie vor. Und wenn man weniger schafft, weil es ja nun mal so ist, dann schafft man halt weniger, aber man hat etwas geschafft. Also was soll's? Und obwohl ich die volle Erwerbsunfähigkeitsrente bekomme, bin ich nach wie vor froh, weiterhin arbeiten können bzw. zu dürfen, natürlich geringfügig beschäftigt. Und zwar in dem Betrieb, in dem ich meine Ausbildung damals gemacht habe und mittlerweile fast 24 Jahre arbeite. Ich sehe es als wichtig an, noch ein Teil der Gesellschaft zu sein bzw. dieses Gefühl noch zu haben, gebraucht zu werden. Und nach wie vor braucht man ja auch irgendwie den Umgang mit den Kollegen, mit Arbeitskollegen, mit Freunden und sonstiges. Sehe ich persönlich als sehr wichtig an. Ja, also alles in allem viele verrückte Aktionen. Ich meine, einige meiner Follower auf Instagram wissen ja, dass ich eigentlich einen an der Klatsche habe. Aber gut, mein Gott, man lebt nur einmal, mit oder ohne MS.